Ich häkle jede Woche einen Baum. Also ich kann einfach, ich kann absolut allmächtige Schöpferin sein. Ich kann also wirklich Bäume ohne Ende auf meine Welt werfen. Ich habe jetzt neue Landschaften gerade gehäkelt, neue Szenerien. Ich mache noch immer Nebencharaktere. Das Ganze ist auf Englisch, also pseudo-international. Was kann ich noch dazu erzählen? Also es ist im Grunde ein eigener Kosmos, den ich schaffe. Ursprünglich habe ich es gemacht, um so ein bisschen den Spaß zurückzubringen. Es ist ja manchmal dieses immer überlegen, was mache ich? Ist das große Kunst? Hat es irgendeinen Einfluss auf das Weltgeschehen? Das kann einen ja manchmal ziemlich niederdrücken und lähmen. Und dann habe ich gedacht, ich mache was tatsächlich nur meine Welt ist und was auch nicht den Anspruch erhebt, mehr zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kulturtalk in Union Square und ich freue mich heute ganz besonders über meinen Gast Katharina Krenkel. Hallo. Hallo. Katharina, du bist 1966 in Buenos Aires, Argentinien geboren aufgewachsen in Stuttgart später. Genau. Und lebst aktuell in Püttlingen-Köllerbach. Du bist Bildhauerin in Weich und Schöpferin des Busentopfwappens. Ich hoffe, ich habe alles gut zusammengefasst. Gute Zusammenfassung. Fangen wir mal vorne an. Natürlich interessiert mich zunächst deine Herkunft in Argentinien und deine Reise über Stuttgart bis hin zum wunderschönen Saarland. Wie ging das vonstatten? Also die längste Zeit lebe ich im Saarland. Also insofern bin ich ja assimilierte Saarländerin. Ja. Und das andere waren Stationen. Ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen bis zum Abitur und dann zum Studium, jetzt müssen wir überlegen, 89? Nee, Quatsch, früher schon, 87 bin ich ins Saarland gekommen. Ja, in Argentinien habe ich eigentlich nur bis zu meinem dritten Lebensjahr gelebt. Mhm. Also aufgewachsen in Stuttgart, man hört es ja noch. Man hört es ein bisschen, ja. Ja. Das Saarländisch habe ich irgendwie nie ganz gelernt. Ja. Okay, du hast an der HBK studiert, du hast eben im Vorgespräch gesagt, einer der ersten Jahrgänge warst du. Aber vielleicht kannst du mal kurz den Weg beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass du dich dazu entschieden hast, als Kunstschaffende zu arbeiten und tatsächlich auch dieses Studium zu machen, später auch in diesen Beruf zu ergreifen. Das hört sich irgendwie immer alles so toll und gezielt an, aber in Wahrheit war es überhaupt nicht so. Also ich habe ja auch Kinder, die gerade in dieser Entscheidungsphase zum Beruf stehen. Ja. Und mein Ratschlag ist immer irgendwie, Dinge zu verfolgen und sich dann überraschen zu lassen. Also ich habe nach dem Abitur tatsächlich nicht so genau gewusst, was ich will. Ich wollte eigentlich ganz gerne wirklich freie Kunst machen, habe es mich aber nicht so ganz getraut, beziehungsweise meine Eltern waren auch doch eher von der Fraktion, mach was Ordentliches, Kind. Mhm. Dann habe ich mich für Design beworben. An 4 verschiedenen Hochschulen, wurde dann an 2 angenommen. Und Saarbrücken dachte ich, kenne ich nicht, war ich noch nie. Mhm. Ist vielleicht ein gutes Kriterium. Und hatte mich damals wirklich auch in jeder Hochschule für einen anderen Studiengang beworben. Hatte mich in Saarbrücken, es war dann praktisch mit der letzte Studienjahr für Textildesign. Mhm. Habe dann hier in Saarbrücken bei Oskar Hohlweg noch als eine der letzten die Grundlehre durchlaufen, was super war. Also alle, die ihn kennen und die wissen, was er gemacht hat, die können sich vielleicht vorstellen, was ich meine. Das war die Schule des Sehens. Das war wirklich Basisarbeit für jeden Künstler. Und da war schon klar, dass ich eigentlich doch in den freien Bereich gehen werde. Ich habe mich dann so ein bisschen durchlaviert durch verschiedene Fachbereiche. Und dann wurde ja auch die HBK wurde gegründet, während ich dort war, während ich studiert habe. Und dann war ja dieses interdisziplinäre Studium war ja irgendwie ganz große Sache. Das heißt, ich habe Projekte gemacht in der freien Kunst, in der Malerei, in der Performance-Klasse, bei den Produktdesignern. Und ich würde sagen, das war purer Zufall. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass diese neue HBK gegründet wird. Aber das hat meinen Weg irgendwie beeinflusst. Mhm. Und nach dem Diplom war klar, dass ich frei arbeiten werde. Da war es klar, aber davor, das würde mich interessieren. Also gab es da schon irgendwie in der Jugend irgendwelche Berührungspunkte mit der Kunst oder war es jetzt wirklich reiner Zufall? Nee, klar, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das war schon irgendwie immer, als kleines Mädchen wollte ich immer Malerin werden. Mhm.
dann später waren, kamen immer wieder andere Sachen. Ich habe immer mit meinem älteren Bruder, der übrigens auch bildender Künstler ist, meine Eltern haben es echt hart getroffen, die finden es bis heute nicht so toll. Wir haben dann mal zwischendurch hatten wir eine Galerie gegründet, also bei uns im Keller irgendwie in so einer kleinen Ecke. Und dann hatten wir mal eine Zeitschrift, eine Band hatten wir auch mal zwischendurch. Also es war schon irgendwie immer präsent, so auch Kindheit, Jugend. Hatte dann eben im Gymnasium Kunstleistungskurs. Mhm. Toller Lehrer. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich es vielleicht mich nicht getraut. Also Pädagogen an der richtigen Stelle zur rechten Zeit. Ja, der hat mich echt sehr bestärkt, das war toll. Ja. Und es war ja trotzdem so ein Wille da. Du hast gerade gesagt, dass die Eltern vielleicht sagen, mach was Ordentliches irgendwie, aber hast dich ja nicht abbringen lassen. Ja, das ist ja manchmal dann so Trotz, oder? Grazeletz, wie die Saarländer sagen, ja. Ja klar, das ist auch eine Distanzierung, dass man da was anderes machen muss. Aber Wille, das ist definitiv, das muss ich echt bis heute zähneknirschend immer wieder erfahren. Die Kunst machen ist eine Sache, aber dann wirklich durchhalten und weitermachen und sich nicht beirren lassen von irgendwelchen Absagen, mehr Absagen als Zusagen, die man irgendwie immer erlebt, und sich festbeißen und sagen, und ich mache trotzdem weiter. Ist auch kein sicherer Hafen. Ne? Nö, das ist es nicht. Also ja, das Finanzielle ist, mein Mann ist ja auch bildender Künstler, aber wir haben es geschafft bis heute. Ja. Also auch damals hast du ja schon irgendwas richtig gemacht, denn du hattest oder hast schon sehr viele Ausstellungen realisiert, Preise gewonnen, Stipendien erhalten und auch im Ausland sogar ausstellen dürfen. Am meisten bekannt bist du aber wahrscheinlich für deine Arbeit als Bildhauerin, obwohl du ja nichts haust, sondern eher mit weichen Materialien arbeitest. Soft Sculptures, ist das Stichwort. Was ist das? Also ich bestehe darauf, dass es einfach eine Technik ist, was ich mache mit meiner Nadel und mit dem Faden. Es gibt ja verschiedene Techniken. Also es gibt additive Techniken, wie eben Ton, wo man ein Klümpchen aufs andere setzt, oder subtraktiv, eben Steinmetz, der wegschlägt. Und meins ist einfach ein additives Verfahren, wo ich eine Masche auf die andere setze. Mhm. Und also besonders toll finde ich, dass bei mir so diese Strukturen, also fast schon atomar, zellular, dass das zu sehen ist. Mhm. Also dass es hat was unglaublich Geordnetes, Mathematisches. Mhm. Also ich muss viel rechnen und zählen, wenn ich akkurat arbeite. Ja. Sonst ist am Ende der Schal so. Genau, ich habe eben schon gesagt, das beruhigt mich sehr, dir dazu zu schauen. Vielleicht liegt es auch daran. Du hast 4 Kinder. Was sagen die in der Schule, was die Mama beruflich macht? Also sie sagen, dass ich bildende Künstlerin bin, dass ich häkle, sagen sie vielleicht nicht so oft. Sagen sie nicht so oft. Das ist zu kompliziert zum Erklären. Wir haben jetzt hier den Stoff Wolle, mit dem du gerade arbeitest, aber das ist nicht der einzige Stoff, den du benutzt. Du benutzt alles Mögliche. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich ein Rohstoff und auch ein relativ teurer. Mhm. Spannend ist es dann, wenn es Dinge sind, die man irgendwo findet. Es muss einfach nur irgendwie ein bisschen elastisch, fadenartig sein, bandartig, und dann kann ich das durchverwirken eben zur Fläche, zur Masse, zum dreidimensionalen Körper verwirken. Also ich arbeite viel mit Resten, also Sachen, die wirklich irgendwo in irgendwelchen Dachböden oder so sich ansammeln. Das ist dann schon fast kulturhistorisch, wenn ich dann irgendwelche Wolle aus den 60er Jahren sehe. Man kann das auch meistens genau zuordnen. Dann in den 70ern wird es dann so langsam acryllastig und sehr schräge Farben. In den 80ern kriegst du dann lauter so Fusseln und Mohair-Haare, lange Haare. Also es ist wirklich interessant. Ist ja auch der Mode unterworfen. Ja. Aber ich habe auch schon mit Gummi gearbeitet. Gummiresten aus der Industrie, Automobilindustrie. Mhm. Ich habe mit Plastik, mit Absperrband, so Ballenschnur aus der Landwirtschaft. Mhm. Damit habe ich gearbeitet, sowohl neu als auch recycelt. Mhm. Also je nachdem, mit was man häkelt, hat es natürlich auch noch eine besondere Aussage. Mhm. Wenn ich riesige Außeninstallationen aus Plastik häkle und damit Wasserblubber herstelle oder darstelle, dann ist da natürlich schon impliziert, ist eine eigene Geschichte. Mhm. Von wegen verschmutzte Weltmeere. Ja.
Und jetzt aktuell, gerade während unserem Gespräch, arbeitest du an einem, ist das ein Schal? Das ist ein Schal, das ist ein großer Schal. Also ich bin ja auch als Mutter, muss ich mich immer kümmern und sorgen. Ja. Großer Schal, ja. Und der hat eine Länge von jetzt fast 50 Metern, ja, gesagt. Ja, also wenn man, kommt drauf an, wenn man dehnt, könnte man sogar noch mehr rauskriegen. Ja. Da arbeite ich seit über 20 Jahren dran. Ja. Und man sieht, der Knäuel ist immer noch recht groß. Ja. Also ich bin noch eine Weile dran. Das dauert noch eine Zeit, wann, ja, bis er fertig wird. Wann ist er fertig oder wird er überhaupt fertig? Also ich glaube, in dem Fall geht es mir nicht so sehr ums Fertigsein, sondern ums Tun. Mhm. Wie du schon sagtest, das beruhigt. Und da geht es ja ein bisschen um Zeit, um das Fließen von Zeit und auch um die Kraft der Imagination. Also wenn man weiß, der ist 50 Meter lang und der Knäuel ist noch so groß, man kann sich vorstellen, wie groß der mal war, als ich begonnen habe. Beziehungsweise, wie lang wird der Schal sein, wenn der Knäuel nicht mehr da ist. Also ich bin praktisch hier, das hier, diese Masche, das ist die Gegenwart. Ja. Und die Zeit geht schnell vorbei, wenn ich dir so zuschaue. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Siehst du vorher deine Objekte, die du kreierst, oder entsteht das so beim Tun? Siehst du die vorher in deinem Geist? Ja, ich sehe die vor mir. Ich sehe die vor mir, ja. Es wird nicht immer genau so, wie ich sehe. Manchmal kommt tatsächlich per Zufall was ganz Neues raus. Manchmal ist das sogar fast toller oder zumindest irgendwie anders. Dann muss ich das andere, das alte Bild dann trotzdem noch immer noch verfolgen und vielleicht nochmal probieren. Aber an und für sich ist das ein Bild im Kopf. Ich mache manchmal so ein paar kleine Zeichnungen, aber wenig. Ich lege los und das Tolle ist, wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch mal aufziehen. Oh, das könnten manche Zuschauer beunruhigen. Wie kamst du auf die Idee, Häkeln zur Kunstform zu erheben? Oder war es das vielleicht schon immer? Und haben wir vielleicht den Millionen Frauen, die Topflappen oder Ähnliches gehäkelt haben, Unrecht getan? Ja, ja. Unrecht getan. Ja, also ich kam zum Häkeln ähnlich wie überhaupt das ganze Studium und diese ganze Richtung auch im Grunde ein Zufall. Mhm. Ich habe die Technik beherrscht, so von Mama und Oma her. Konnte also darauf zurückgreifen, habe aber tatsächlich den Impuls von einem amerikanischen Freund, also ein Mann, der häkelt. Mhm. Den habe ich in den 90ern kennengelernt. Der hat in so in der Punk-Ära, er hat auch Kunst studiert, hat er einen Laden mit ein paar Leuten gehabt, die so einfach wilde Klamotten entworfen haben. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, man kann einfach eine Technik, die vielleicht mit irgendwas ganz anderem assoziiert wird, völlig für sich absorbieren und sowas Neues machen. Und ganz konkret beim Häkeln, ich brauche keine Anleitung, sondern ich kann einfach loslegen und ich kann irgendwo loslegen und ich kann, alles ist erlaubt. Mhm. Ich kann hier anfangen und da was ansetzen und dann doch dort weitermachen. Und wenn ich es zu dicht häkle, dann wird es richtig strack und dann fängt es an zu stehen und dann beginnt es an, ein Eigenleben zu haben und ist nicht mehr als Kleidungsstück tragbar, sondern dann steht es plötzlich für sich. Mhm. Das war eigentlich so der Grund. Und dann hatte ich nach dem Studium kein Atelier und irgendwie aber einen Plan für eine Ausstellung in Mannheim. Und das war eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, dann fange ich mal an zu häkeln. Ahnte bestimmt nicht, dass ich das nach so langer Zeit immer noch machen werde. Aber schon kurz nach der Ausstellung war mir klar, dass die Dinge, die ich erzählen möchte mit meiner Kunst, die ich darstellen möchte, das kann ich mit dieser Technik. Ja. Ideal. Ich habe es eben schon so ein bisschen ketzerisch angedeutet. Du inszenierst ja quasi die häusliche Frau irgendwie so ein bisschen, ja, den häuslichen Alltag. Ist das jetzt eine romantische Hommage oder ist es eine Kritik am Frauenbild? Oder gar nichts von beidem? Eigentlich gar nichts von beidem. Mhm. Also erstens bin ich Frau. Zweitens bin ich dem Häuslichen automatisch, wenn man Kinder hat. Und ich meine jeder, ich meine auch du. Du musst ja auch ab und zu Geschirr spülen und staubsaugen. Mhm. Und Haushalt ist einfach... Ja, gut. Haushalt ist ja irgendwie was, wo man am meisten so mit diesem Alltäglichen immer wieder konfrontiert wird. Auch diese Sisyphus-Tätigkeit, immer wieder von vorne anzufangen. Mit Kindern potenziert sich das dann noch. Also für mich war einmal klar, als ich dann Kinder hatte, ich kann nicht immer diesen Spagat machen. Das ist, glaube ich, eine ganz alte Geschichte, was viele Frauen bestätigen werden, zwischen dem Alltäglichen, Banalen mit den Kindern
und den Beruf und bei mir dann irgendwelche großen Themen, die ich vielleicht künstlerisch abarbeiten will, das hat mich zunehmend kirre gemacht im Kopf. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bringe das zusammen. Ich werde auch diese Themen des Alltags, und der Alltag ist schwer, jeden Tag zu überleben und wieder von vorne anfangen und wieder die gleichen Unterhosen zusammenlegen, das mache ich einfach zum Thema. Und das erhöht meinen Alltag, weil plötzlich mein Alltag praktisch mein Recherchefeld ist und spannend und toll. Und das tut einfach auch den Sachen, zumal ich im textilen Bereich ja auch ganz dicht am Alltag dran klebe. Das ist eigentlich ein ganz tolles Themenfeld. Aber ich glaube, was ich noch am allertollsten finde, ist die Tatsache, dass ich damit nicht so dieser schweren, oft männlichen Kunstgeschichte verbunden bin, die man ja automatisch irgendwie im Gepäck, im Hinterkopf hat, sondern ich kann ganz frei agieren. Ich habe tatsächlich nur diese weibliche Handarbeitsgeschichte. Und mit der, also finde ich schon, da will ich liebevoll umgehen. Also ich denke, die Feministinnen der ersten Stunde haben eher alles, was zu trutschig war, hinter sich gelassen. Aber für mich ist das eher sowas, dass ich das auch auf die Weise irgendwie wertschätzen möchte. Eben, und da ist ja viel passiert. Also ich kenne halt dieses Bild von der Frau, die da sitzt noch und häkelt aus den 70ern. Ist ja schon lange her, und seitdem ist auch viel passiert, und diese Kulturtechnik oder viele Kulturtechniken sind auch so ein bisschen verloren gegangen. Wie reagieren junge Frauen heutzutage auf deine Kunst? Verstehen Sie diese Ebene dran? Ja, ja? Ich glaube sogar besser. Ich glaube, die sind da wirklich flexibler. Die tun das nicht so stark einordnen. Also für diejenigen, die überhaupt die Technik nicht kennen, für dieses eher ein Mysterium, dass ich das schaffe aus so einem Faden. Sowas. Für mich auch. Ja. Zweidimensional, irgendwie was ganz Dreidimensionales zu schaffen. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie, das hat ja auch eine gewisse Haptik, dieses Fühlen, dieses Sinnliche. Also das ist, da kriegt man immer wieder die Leute. Da geht's rund hier. Okay. Ja. Das Ganze fällt ja unter das Stichwort Soft Sculptures. Außer jetzt Schals, was machst du noch? Also ich kann jetzt mal erzählen, ich habe gerade letzte Woche einen Baum fertig gehäkelt. Dann, was mache ich noch? Das muss ich kurz mein Hirn sortieren, weil ich bin ständig irgendwie irgendwas am Machen. Ich bereite gerade eine Ausstellung vor, die wird im Mai sein im Stadtmuseum in Siegburg. Da geht es um das Ornament, wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen kunsthistorisch mit der Tatsache beschäftige, dass man ja mit dem klassischen Spitzendeckchen auch Muster, Rosetten, Bordüren darstellt. Und Ornament ist ja auch, also ich weiß nicht, es wird eine Kunsthistorikerin, wird auch einen Text schreiben, kulturhistorisch, wann die ersten Ornamente aufgetaucht sind. Ich glaube, in irgendwelchen Höhlenmalereien findet man schon so die ersten wiederkehrenden floralen Formen. Da werde ich das ein bisschen aufarbeiten. Da habe ich auch riesige Bordüren. Also ich versuche immer von kleinen, realen, alltäglichen, wo es gebraucht wird, in ein bisschen in die Größe zu gehen. Da werden das dann Bordüren. Bordüren auf Englisch heißt Border. Da sind es nämlich dann plötzlich Grenzen. Und da werde ich tatsächlich Zäune ziehen aus meinen riesigen Bordüren, die auf so Kabeltrommeln aufgespult sind. Dann eine Schallplatte habe ich gerade gehäkelt. Die man sich auch anhören kann. Ja, die macht so so wie das halt. Ja, genau, ist mein neues Label, das heißt The Sound of Wool. Mal gucken, was ich noch alles rausbringe. Also muss man auf einem analogen Schallplattenspieler anhören, logischerweise. Genau. Also ich habe den Eindruck, du magst gerne groß, du magst gerne viel. Und ein sehr lustiges Langzeitprojekt, was du auch machst, ist Fuzzy World. Oh ja. Ja, vielleicht erzähl es am besten selbst in deinen Worten, was da geht. Genau, also im Grunde ist es so ein Langzeitprojekt, eine Art Kunsttagebuch, wo ich einfach Menschen, die mir begegnen, genau anschaue. Und dann kann es sein, dass diese Menschen pro Woche eine Figur als kleine Figurine, als Fingerfigur dargestellt werden. Das ist so wie mein eigenes kleines Universum. Das Ganze heißt Kitty's Fuzzy World. Kitty. Kitty. Also bin ich Kitty und ich beobachte die Welt. Es wird jede Woche eine Figur dargestellt, ein Mensch, den ich real treffe.
Ich häkle jede Woche einen Baum. Also ich kann einfach, ich kann absolut allmächtige Schöpferin sein. Ich kann also wirklich Bäume ohne Ende auf meine Welt werfen. Ich habe jetzt neue Landschaften gerade gehäkelt, neue Szenerien. Ich mache noch immer Nebencharaktere. Das Ganze ist auf Englisch, das ist so pseudo-international. Was kann ich noch dazu erzählen? Also es ist im Grunde ein eigener Kosmos, den ich schaffe. Ursprünglich habe ich es gemacht, um so ein bisschen den Spaß zurückzubringen. Es ist ja manchmal dieses immer Überlegen, was mache ich? Ist das große Kunst? Hat es irgendeinen Einfluss auf das Weltgeschehen? Das kann einen ja manchmal ziemlich niederdrücken und lähmen. Und dann habe ich gedacht, ich mache was tatsächlich nur meine Welt ist und was auch nicht den Anspruch erhebt, mehr zu sein. Und ich mache das jetzt seit über 2 Jahren und inzwischen ist die Welt natürlich ganz schön groß geworden. Also ich habe weit über 100 Figuren, weit über 100 Bäume. Dann mache ich immer pro Monat, gibt es dann immer noch einen Baum. Dann gibt es pro Monat immer einen Hero of the Month, der gekürt wird. Und es passieren halt auch, ja, ein Freund, der gestorben ist, die Figur, das wird dann auch thematisiert. Oder jemand, auf den ich sauer bin. Ich kann also auch Voodoo betreiben. Ich kann praktisch meine Welt kommentieren und ich darf absolut subjektiv sein. Ja. Hast du auch schon Prominente gehäkelt? Tatsächlich letzte Woche. Ja. Ich war bei einem Konzert gewesen und habe die 2 Musiker. Also ich häkel wirklich nur Menschen, die ich echt treffe. Ja. Das ist wirklich die Prämisse. Auch Leute, die irgendwie in Interaktion zu mir getreten sind. Mhm. Die irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben. Das kann wirklich auch die Kassiererin vom Supermarkt sein oder ja, jemand, den ich nahe kenne oder jemand, mit dem ich irgendwie ein ganz intensives Erlebnis hatte. Mhm. Genau. Kann man das irgendwo anschauen? Ja, ich habe einen Blog, kitties-fuzzy-world.blogspot.com mhm. Und auf meiner Instagram-Seite kann man auch immer viel sehen. Wissen die Leute Bescheid, dass du sie gehäkelt hast? Oder ist das eine Überraschung dann? Irgendwann sowohl als auch. Also ich habe vielen Leuten gesagt, ich habe dich übrigens gehäkelt. Also es entstehen auch Verbindungen. Ich habe mal eine Frau in Ulm kennengelernt, mit der bin ich heute noch in Verbindung, weil sie so glücklich ist, dass sie Teil von meiner Fuzzy World ist. Also das ist ja auch toll, wenn man anfängt, so einen Kult zu erheben. Also inzwischen ist es so, dass die Leute praktisch geehrt sind, wenn sie bei mir mit zur Fuzzy World gehören. Ja. Das sind Sätze, die man nur hier im Kulturtalk hört. Ich habe dich übrigens gehäkelt. genau, das Beste zum Schluss. Du bist die Schöpferin des Busentopflappens. Oh, den hätte ich mal mitbringen sollen. Den hätte man mitbringen sollen, ja. Was hat es damit auf sich? Warum gibt es den Busentopflappen? Also den gibt es wirklich schon ganz lange. Das ist mit eine der ersten Arbeiten, die ich aus dieser besagten Tüte mit Wollresten, die den Anfang meiner Karriere dargestellt haben, entstanden sind. Meine erste Ausstellung nach meinem Kunsthochschuldiplom, da habe ich mich praktisch auch schon auf ein klassisches Häkelsujet berufen, nämlich einen Bettüberwurf. Und der bestand aus lauter einzelnen Quadraten mit einzelnen Brüsten. Dieser Bettüberwurf hieß die Busen der Natur. Da waren eben große, kleine, hängende, pralle, dunkle, helle, braune, gelbe. Also alles, was die Natur eben so hergibt. Und da einfach als Idee der Vermarktbarkeit, von irgendwas muss man ja auch leben. Das wurde mir dann anfangs auch sehr schmerzlich bewusst. Habe ich einfach gedacht, das kann ja nicht jeder so ein großes Kunstobjekt sich irgendwie in seine Wohnung holen und auch nicht unbedingt bezahlen. Wenn ich da ein halbes Jahr dran gearbeitet habe, dann mache ich eine kleine Edition, Auflagenobjekt. Und da sind die Topflappen entstanden. Das sind also praktisch klassische Topflappen aus Baumwolle bei 40 Grad waschbar, die eben nicht nur dieses Quadrat sind, sondern die an der einen Seite plastisch rauskommen. Gibt es auch eine eigene Seite. Ja. Busentopflappen.de und dann kann man sich raussuchen, ob man einen großen S, M oder L Busen möchte, rund, spitz oder hängend. Und dann gibt es praktisch so diese Konfigurationsmöglichkeiten. Okay, also wer schon immer mal die Lasagne aus dem Ofen mit einem Busen holen wollte, der sollte sich die Seite auf jeden Fall mal anschauen. kann man da auch noch wünschen? Also was kostet so ein Waschlappen?
Topflappen? 60 Euro. 60 Euro. Genau. Gut. Da sitzt du aber auch eine Zeit lang dran, bis der. Da sitze ich eine Zeit lang dran. Okay, und dann, ich kriege dann wirklich auch praktisch die Bestellungen rein. Dann sagt mir jemand, ich hätte gerne einen dunkelroten Nippel und der Busen sollte eher so dunkleren mitteleuropäischen Hautton haben und Außenrandkante so und Aufhänger so. Und dann suche ich die Farbkombinationen zusammen und dann lege ich los. Ja, da sitze ich nicht mehr da dran, klar. Mhm. Okay. Welche Projekte stehen noch dieses Jahr bei dir an? Also ich stelle in der Union-Stiftung aus, ab 21. April. Da werden ein paar textile Skulpturen sein, aber auch viele Zeichnungen, auch gestickte Zeichnungen. Ich habe nämlich 2018 das Saarland umrundet zu Fuß in 25 Tagen und da wird praktisch meine Tagebuchaufzeichnungen werden da zu sehen sein. Was heißt umrundet? Also bist du da ganz entlang der Grenze? Nicht ganz. Ja. Also da hatte ich mit der Tourismuszentrale zusammengearbeitet und haben wir zusammen eine Tour zusammengestellt. Mhm. Also ich bin zum Beispiel von Perl aus ganz lang immer an der Grenze den Sahunsrücksteig gelaufen, aber ansonsten, also ich bin zu Hause, Köllerbach, zu Hause, Tür raus. Mhm. Und bin von da aus losgelaufen. Dann musste ich natürlich auch erstmal Richtung Saargau und dann Perl, dann Nonnweiler, St. Wendel, das Bliesgau habe ich nicht komplett und auch den Warnd, da habe ich ein bisschen abgekürzt, sonst hätte ich es nicht in 25 Tagen geschafft, weil ich bin ja immer ständig stehen geblieben und habe gezeichnet. Mhm. Da gibt es ein Tagebuch, gibt es vielleicht eine Anekdote, die du noch erzählen kannst, um ein bisschen hungrig zu machen? Also da kann ich viele, viele, viele Geschichten erzählen. Da habe ich so viel erlebt und es war so toll. Also der Gedanke war ja, dass man zu Hause losgehen kann, dass man nicht immer irgendwie für den Wellnessurlaub nach Sri Lanka oder so fahren muss. Auch natürlich jetzt nach Corona ist das noch viel mehr ein Thema. In den Lockdowns, wo man nirgends hin konnte. Sondern dass man wirklich praktisch aus der Haustür losgeht und trotzdem weit, weit weg ist, gefühlt und in Gedanken. Und ich war 25 Tage, habe ich nur mein Zuhause umrundet. Und war nicht zu Hause dazwischen und ich hatte das Gefühl, ich war unendlich weit weg. Mhm. Und ich habe unheimlich viele tolle Gespräche gehabt unterwegs, total witzige Sachen. Ich war irgendwo mitten im Wald, irgendwo hinter Mettlach. Und dann kam ein älteres Ehepaar auf mich zu. Also man muss dazu sagen, es war in der Saarbrücker Zeitung, waren öfter mal ein Artikel, im aktuellen Bericht war auch irgendwas. Und da kam tatsächlich dieses Ehepaar auf mich zu und die Frau guckt mich so erst so kritisch an, weil ich da so ein bisschen in so einem Farnfeld stand und gerade gezeichnet habe. Und dann hat sie mich irgendwie erkannt und meinte, ich kenne sie, ich weiß, wer sie sind, ich habe sie im Fernsehen gesehen. Hat also sofort diese Verbindung hergestellt und dann dachte ich, das ist so Klassiker, Saarland ist klein, jeder kennt jeden und sie weiß genau, wer ich bin. Mhm. Warst du allein unterwegs oder haben sich auch manchmal Leute angeschlossen? Ich bin, eine Zeit lang bin ich mit einem Schornsteinfeger aus Hamburg zwei Tage gelaufen. Und also man muss nicht unbedingt den Jakobsweg gehen, man kann auch einmal das Saarland umgehen. Genau. Ich bin auch wirklich Strecken gelaufen, wo ich den ganzen Tag komplett alleine war. Mhm. Komplett niemanden getroffen habe. Ganz toll. Ganz toll. Mhm. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Normalerweise haben wir am Schluss immer noch die Frage nach dem Ding, was du mitbringen solltest, was dich ein bisschen inspiriert und so weiter. Und ich glaube, die Frage hat sich jetzt übrigt mit das dem, ist der Schal, genau. Das ist der Schal. Und der schon lange in Arbeit ist und hoffentlich noch ganz lange bearbeitet wird. Lieben Dank für das Gespräch, Katharina Kränke. Dankeschön. Danke für die guten Fragen.